Wir machen jetzt einen Schokokuchen mit Nüssenzucker, Kakao, Mehl, Butter, Eier, Sahne. Dazu eine Schüssel Whisky, wechselt Aromen, wechselt Vanille. Und drauf kommt dann nach dem Fertigbacken schöne Erdbeeren, ein schöner Baiser und als Beilage ein kleines Erdbeerragout, weil wir Frühling haben. Mein Name ist Tom Heinzle und mein Beruf ist Grillen. Wir sind hier in meiner Outdoor-Küche. Wir haben hier verschiedene Grills stehen, natürlich auch einen Outdoor-Chef. Und das ist so meine Spielwiese über das ganze Jahr. Wenn man mich sucht, findet man mich hier in der Outdoor-Küche. Sauber. Lebe keiner, der Grill direkt nach dem Griller putzt. Weil meistens sitzen Leute da und fangen nicht an Grill putzen. Aber bevor ich dort anfange, wird der Grill immer zuerst auf Vollschub gedreht, dass ich eine Pyrolyse habe, dann kann ich die Krusten schön runterbürsten. Und jetzt ist es alles sauber. Wir putzen unsere Grills zu viel. Dort, wo das Grillgut oben liegt, das muss sauber sein. Aus drumherum ist wichtig, dass es sauber ist und schön ausschaut. Aber wenn da etwas Patina oben ist oder unten etwas Asche liegt oder so, das spielt ja gar keine Rolle. Das kann man so zwei, dreimal im Jahr mit so einer Grundreinigung alles sauber machen. Aber so wie der Grill jetzt ist, ist er für mich sauber. Das ist jetzt so Universalmehl, wo ich fürs Brotbacken probiert habe. Es ist eine Mischung Weizenmehl 00 und Typ 405. Das ist so mein Alltagsmehl. Wir haben 80 Gramm Backkakao. Das ist bei uns so seit, glaube ich, 100 Jahren gibt es den. 80 Gramm. Dann brauchen wir noch 350 Gramm Zucker. Gibt einen süßen Kuchen, ne? Dann 300 Gramm Haselnüsse gerieben. Dann packen wir es in 200. Seid ihr bereit? Dann legen wir los. Hier schauen wir mal das Mehl rein. Drei Eier. Eins. Zwei. Drei. Dann haben wir gleich auch die Nüsse dazu. Zucker, Sahne, gleich einen Schuss Whisky, Kakao und von der Butter. Starten wir zuerst mit der Rauchbutter, kommt die dazu. Die klebt schön und jetzt, wenn man sie ansticht, schmeckt sie wieder rauchig. Und Feuer frei. Jetzt sind wir mit der Butter und streichen wir mal den Dutch Oven schön aus. Gustav, wir haben ja die Überbezeichnung Dutch Oven. Und ich arbeite wahnsinnig gern mit Guss, weil man einfach eine viel schönere Hitzeverteilung hat, als wir mit diesen Stahlpfannen. Das ist ganz zufälligerweise die Autoschiff-Gusspfanne. Und den habe ich wahnsinnig gerne bei zum Kuchenbacken oder so kleine Sachen. Das ist zufällig, ist das ein Produkt von Autoschef. Das finde ich echt gut. Ich habe das richtig gern. Jetzt kommt der Teig ins Spiel. Und jetzt sind wir natürlich im draußen kochen. Das merkt man, die ganze Sache ist nicht so geschmeidig. Drinnen im geheizten Raum bei schönem Wetter kann es jeder. Also durch Latt streichen, ungefähr überall die gleiche Höhe herkriegen. Zum Backen empfiehlt sich hier die Form nicht nur Butter, sondern auch Mehl. Das beste Mehl wäre natürlich Roggenmehl, weil Roggenmehl hat praktisch keinen Kleber drin. Ich backe wirklich nicht gern. Und das kommt jetzt auf der Dual Chef. Bei indirekter Hitze, ca. 200 Grad, ca. 30 bis 40 Minuten. Und jetzt geht es auf der Dual Chef. Indirekte Hitze, ca. 200 Grad, 40 Minuten ca. Läuft hier, hier läuft er nicht. Hier läuft's, da läuft gar nichts. Jawohl! Also ich bin kein großer Freund von cremigen Kuchen. Ich bin eher so ein Freund von trockenem Kuchen, aber der hat meistens ist er zu trocken, hat zu wenig Geschmack. Drum Schokolade, Whisky, Butter, Nüsse,
kann man nichts falsch machen, glaube ich. Der wird schön irgendwann. Jetzt hat das Ganze etwas Wärme angenommen. Man sieht schon, außen fängt schon zum Brutzeln. Und jetzt mache ich den Brät dazu, dass ich von oben eine schöne gleichmäßige Hitze raufkriege. Der wird 30 bis 40 Minuten dauert der. Das ist so. Das brauchen wir für so einen Kuchen. Der ist schon recht flüssig, ja, 220, 240 Grad. Indirekte Hitze, ganz wichtig. Da haben wir die Erdbeeren herrichten. Und da haben wir schon die ersten Erdbeeren von uns hier aus dem Rheintal. Und jetzt mache ich noch ein kleines Erdbeer-Ragout. Passend zum Frühjahr passt die Erdbeere natürlich am besten, weil im Frühjahr haben wir nicht so viel Obst, das man verarbeiten kann. Es ist mal Erdbeere und Rhabarber. Aber Rhabarber ist natürlich, das mag nicht jeder. Und ich mag jedes Obst quasi gern, alles außer Rhabarber. Rhabarber finde ich furchtbar. Jetzt haben wir etwas Basilikum, weil das Schöne ist immer die Mischung Frucht und Kräuter. Und Basilikum passt jetzt einmal wunderbar zu Erdbeeren dazu. Jetzt haben wir da frisches Basilikum. Hackt es fein und mischt es danach mit etwas Zucker unter die Erdbeeren. Und rühr es mal durch und wart, bis der Zucker schmilzt und der Erdbeere etwas Feuchtigkeit entzieht. Zucker schmilzt dann langsam in die Erdbeeren, so eine leichte Flüssigkeit. Dann habe ich so was Schönes mit Erdbeeren und Basilikum. Und wer mutig ist, kann hier noch vor dem Servieren etwas Pfeffer drüber streuen, dann ist richtig geil. Und was auch sehr gut als Solo-Pfeffer rüberpasst, wäre ein indonesischer Langpfeffer, der etwas erdig ist.